kommen wir zum Thema der Online-Anmeldung. Erster Punkt, über den ich sprechen will, wenn wir uns die Online-Anmeldung anschauen, ist das Online-Payment. Ganz allgemein wird, oder anders gesagt, für Online-Payment haben wir die Möglichkeit, oder habt ihr besser gesagt die Möglichkeit, das Online-Payment über uns, über RaceResult, abwickeln zu lassen. Also es gibt die RaceResult-Zahlungsmethoden, nennen wir es mal so. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Zahlung selbst abzuwickeln. Also eigene Zahlungsabwicklung bedeutet entweder zum Beispiel, dass nur Bankdaten erhoben werden, die ihr dann selber in eine SEPA-XML-Datei umwandeln könnt. Oder dass die Teilnehmer auf eure Veranstalterkonten das Geld überweisen können. Liegt dann an euch, was ihr nutzt. Gucken wir gleich mal auch ganz kurz drauf. Unabhängig von der Art und Weise der Zahlungsabwicklung werden natürlich die Startgelder im Hauptfenster definiert. Auch da schauen wir gleich nochmal in Ruhe drauf. Und auch Gutscheine werden wir dann in 20 Minuten spätestens abgedeckt haben. Zum Startgeld gibt es eigentlich nicht sehr viel zu erzählen. Es gibt natürlich eine Grundgebühr, also das Standard-Startgeld letztendlich. Es gibt optionale Gebühren, die zum Beispiel für ein T-Shirt fällig werden, aber nicht für jeden in Rechnung gestellt werden. Und dann gibt es einfach noch ein paar erweiterte Optionen, wie zum Beispiel eine Spende, wo jeder selber sagen kann, wie viel er denn eigentlich zahlen will. Aber all die Optionen schauen wir uns jetzt direkt in der Software an. Für diejenigen unter euch, die letzte Woche schon dabei waren, denen wird die Datei vielleicht bekannt vorkommen. Wir sind in der gleichen Datei wie letzte Woche. Für die, die letzte Woche noch nicht dabei waren, werfen wir nochmal einen ganz kurzen Blick auf die Zusatzfelder, die wir hier angelegt haben, weil die heute eine große oder eine größere Rolle spielen werden. Einfach ganz schnell, wir haben ein Checkbox-Feld, PrefBib, was wir nutzen, um abzufragen, ob jemand eine Wunschstartnummer haben möchte. Wir haben ein Dropdown für die T-Shirt-Größe. Wir haben ein Währungszusatzfeld für eine Spende. Pasta ist heute nicht relevant. Wir haben ein Textfeld für die Sprache, die bei der Online-Anmeldung verwendet wurde. Wir haben eine Checkbox, ob jemand sich über die Online-Anmeldung angemeldet hat. Wir haben eine Zahl, ganzzahlig Group Rec Count, also quasi die Anzahl der Sammelanmelder innerhalb einer Anmeldung. Wir haben einen Teilnehmerzähler. Wir haben eine Invoice-Nummer, also eine Rechnungsnummer. Das dauert noch ein bisschen, bis wir darauf zu sprechen kommen. Aber einfach, dass ihr es schon mal jetzt gehört habt. Wir haben quasi eine Kategorie zu einem Virtual Race, haben ja die virtuelle Zeit, den Nachweis der virtuellen Zeit. Und die virtuelle Distanz spielt keine große Rolle heute. Und dann haben wir für Staffeln hier offene Textfelder für Name und Jahrgang bzw. Geburtstag vom zweiten und dritten Läufer. Das sind die Zusatzfelder. Aber jetzt schauen wir mal uns die Startgeldeinstellungen an. Also wir sind im Hauptfenster im Reiter Startgeld. Ganz grundsätzlich gilt, wir haben für jeden Wettbewerb quasi eine eigene Kategorie, also quasi eine eigene Box. Und das bedeutet, Startgelder, die wir hier definieren, also jedes Startgeld, wir nennen jede Position Startgeld. Das heißt, jedes Startgeld, das hier innerhalb der Marathonbox definiert wird, gilt nur für Teilnehmer, die auch für den Marathon registriert sind oder die sich für den Marathon anmelden. Bedeutet, wenn wir jetzt hier oben zum Beispiel ein T-Shirt anlegen würden für 5 Euro, das würde nur berechnet werden für Teilnehmer, die sich zum Marathon anmelden. Vom Aufbau eines Startgeldes, es gibt einmal eine ID, wobei die für euch irrelevant ist, weil die kann nicht weiter verwendet werden. Wir haben eine Bezeichnung für dieses Startgeld, was dann hinterher auf myracesite.com für den Teilnehmer auch in der Zahlungsübersicht im Prinzip oder in der Gebührenübersicht ja angezeigt wird. Wir können einen Wert definieren, entweder als festen Betrag oder wenn wir hier den Typ wechseln als Prozentwert. Der Prozentwert ist positiv ein Aufschlag, wenn er negativ ist, wäre es das Ganze ein Rabatt. Und ganz allgemein spielt die Rolle, also die Reihenfolge bei festen Beträgen keine Rolle. Ja. Aber wenn wir hier ein prozentuales Startgeld haben, dann spielt die Reihenfolge der Startgelder eine Rolle. Das bedeutet, prozentuale Startgelder werden immer auf den Betrag berechnet, der
bis zu diesem Startgeld quasi aufsummiert wird. Das heißt, in dem Fall wäre die Grundgebühr 34% von nichts, also immer noch nichts. Wenn wir allerdings, sagen wir hier, haben wir hier einen Rabatt über minus 10% und haben jetzt eine Grundgebühr von 34 Euro, dann würde der Rabatt 10% betragen, also 3,40 Euro. Einfach die Reihenfolge ist bei prozentualen Startgeldern entscheidend. Dann kann man angeben, welches Alter jemand haben soll für ein bestimmtes Startgeld. Allerdings jetzt nicht als Alter angegeben wie bei den Altersklassen, sondern mit einem Datum geboren zwischen. Relativ einleuchtend, beispielsweise für Jugendliche, wenn die weniger zahlen sollen als die Erwachsenen. Ziemlich ähnlich vom Aufbau, das Angemelde zwischen. Ich kann einfach Anmeldeblöcke definieren, also Anmeldezeiträume, zu denen sich jemand anmelden kann und dann entsprechend unterschiedliches Startgeld dafür berechnen. Klassischerweise natürlich irgendwie ein Early-Bird-Tarif oder Frühanmelder, Frühbucher-Rabatt. Kann man natürlich so oder so umsetzen. Hierbei ist es wichtig zu wissen, oder wir empfehlen, dass man den Start immer auf den 01.01.1900 setzt. Das ist für die Software quasi Tag 1 und bedeutet, okay, das ist der Beginn. Alles, was davor ist, ist dann die erste Anmeldeperiode. Ist vor allem dann auch relevant, wenn man im Folgejahr ist, dann muss man einfach eine Zahl weniger anpassen unter Umständen. Weil 01.01.1900 bleibt einfach immer 01.01.1900. Analog dazu quasi das Ende ist der 31.12.2100. Dann haben wir für jedes Startgeld einen Filter, den wir setzen können. Bedeutet, wenn nur bestimmte Teilnehmer dieses Startgeld berechnet bekommen sollen. Natürlich jetzt hier bei der Grundgebühr bleibt das Ganze leer. Weil jeder Teilnehmer, der sich anmeldet in diesem Zeitraum, also vor dem 31.03., soll 34 Euro berechnet bekommen, unabhängig davon, wann er geboren wurde. Wenn wir uns jetzt aber mal hier unten das anschauen, also habe ich vielleicht vorher vergessen zu sagen, es gibt unterhalb der ganzen Boxen für die einzelnen Wettbewerbe auch noch Startgelder, die für alle Wettbewerbe gelten, unabhängig angemeldeten Wettbewerbs. Hier sehen wir auch schon, dass hier Filter hinterlegt sind. Das heißt, für die Wunschstartnummer berechnen wir 2 Euro. Trifft allerdings nur auf die Teilnehmer zu, die das Checkboxfeld PrefBib gesetzt haben. Also wo PrefBib gleich 1. Oder bei der Spende, die Spende war das Währungsfeld, sagen wir den Filter, wo Spende ungleich leer. Das ist jetzt in dem Fall theoretisch falsch. Aber, und da kommen jetzt die weiteren Details zu dem Startgeld ins Spiel, wir multiplizieren bei der Spende den 1 Euro, den wir definiert haben für die Spende, multiplizieren wir mit dem Wert der Spende. Das heißt, wenn wir hier 5 Euro spenden wollen, dann wird eben 5, der Wert vom Feld 5 mal 1 gerechnet, ergibt dann eben wiederum die 5 Euro. Wenn wir jetzt hier 0 Euro hinterlegen würden, 0 mal 1 ergibt 0. Ein Startgeld über 0 Euro wird logischerweise nicht berechnet, wird aber auch gar nicht angezeigt. Das heißt, so könnten wir das jetzt bei der Spende zum Beispiel lösen. Also haben wir quasi unsere Sonderfall schon abgehakt. Grundgebühr abgehakt, optionale Gebühren auch eigentlich abgehakt. Ein Schritt zurück, aber nochmal zu den optionalen Gebühren. Beim Filter, jetzt könnte man meinen, dadurch, dass es hier einfach nur 2 Felder gibt, quasi einmal ein Feld ist gleich, ungleich, kleiner, größer und so weiter und setzt dann einen Wert. Wie soll das funktionieren, wenn ich vielleicht 2 Parameter erfüllen muss? Hier empfiehlt sich, wir haben jetzt hier zum Beispiel den Glücksgriff präsentiert durch Race Result, der einen 100% Rabatt ergibt, das heißt einen Freistart. Und sagen, den bekommt nur derjenige, also wir haben jetzt hier die Formel, gucken wir nächste Woche, glaube ich, drauf, auf Ausdrücke, Formeln, Funktionen, aber das greifen wir schon mal vorweg, wenn PrefBib gleich 1, also wenn die Wunschstartnummer ausgewählt ist und die Right Startnummer 3, das heißt die drei rechten
Ziffern der Startnummer 111 ergeben, dann ergibt der gesamte Ausdruck 1, sonst ergibt er 0. Wenn der gesamte Ausdruck 1 ergibt, also 1 gleich 1 ist wahr, ist dieser Filter erfüllt. Das heißt, derjenige bekommt dann 100% Rabatt und einen Freistart. Wenn jetzt eins der beiden Kriterien nicht erfüllt ist, wäre 0 gleich 1 der Filter nicht erfüllt und somit gäbe es auch keinen Freistart. Das heißt, darüber kann man dann auch ganz einfach mehrere Filter verknüpfen miteinander. Gucken wir uns aber jetzt hier nochmal die weiteren Details an, was wir hier sonst noch haben. Also wir haben einmal noch eine Kategorie. Die Kategorie ist relevant für die Gutscheine. Die Kategorie kann ich selber bestimmen. Das heißt, ich kann sagen, welche Gutscheinkategorien soll es denn geben, je nachdem, wie einfach meine Veranstaltung aufgebaut ist oder meine Startgeldeinstellungen. Liegt es da an mir? Hier ist es nur wichtig, dass man das Ganze immer gleich schreibt. Das heißt, wenn ich jetzt einmal ein Gimmick mit einem M schreiben würde, dann wäre das plötzlich schon eine eigene Kategorie. Mehrwertsteuer ist für die Mehrwertsteuerausweisung während der Anmeldung. Für Deutschland sind die Mehrwertsteuersätze glücklicherweise immer gesetzt. Kann einfach auswählen, ob inklusive oder ob der Wert hinzugefügt werden soll. Wenn ich das Ganze leer lasse, dann wird einfach eine Mehrwertsteuer nicht separat ausgewiesen. Ich schätze, für die kleinen Vereine wird das eher weniger relevant sein, aber für größere Veranstaltungen oder Agenturen oder wird es dann wahrscheinlich eine größere Rolle spielen. Dann haben wir noch den letzten Punkt hier, das ist die Checkbox als Grundgebühr anzeigen. Standardmäßig werden Startgelder, die keinen Filter haben und einem Wettbewerb eindeutig zugeordnet sind, als Grundgebühr angesehen. In dem Moment, wo ich hier einen Filter setze, wird das Startgeld nicht mehr als Grundgebühr gesehen, auch nicht, wenn ich sie oben beim Marathon stehen habe. Ich kann dann aber hier das Ganze eben als Grundgebühr anzeigen. Hat dann im Prinzip zwei Auswirkungen. Einmal das Standardfeld Grundgebühr und das Standardfeld Startgeld. Die kann ich mir in Ausgabelisten mehr anzeigen lassen. Und dort ist einfach die Grundgebühr dann eben auch als Grundgebühr hinterlegt. Und auf myraceresult.com wird es mir hier auch ein bisschen anders angezeigt, also in der Wettbewerbsliste. Da gucken wir nochmal später im Detail drauf. Das sind die Auswirkungen, wenn ich den Haken setze, als Grundgebühr anzeigen. Soweit zu den Startgeldern. Jetzt gebe ich euch die Möglichkeit, eine Frage zu stellen und nutze die Zeit, um die Frage, die schon gestellt wurde, mal durchzugehen. Zur Anmerkung, wenn ein Startgeld über einen Filter und eine Multiplikation berechnet wird, die Teilnehmer bei der Anmeldung machen, also die Multiplikation hängt von der Teilnehmereingabe ab, steht hier 0 Euro. In dem Fall würde ich die Liste einfach ausblenden. Beziehungsweise man kann auch die Startgelder hier ausblenden. Ich schätze, dass das dann einfach mehr Sinn macht. Zur nächsten Frage, wenn bei allen Wettbewerben die Grundgebühr gleich hoch ist, dann kann ich natürlich auch einfach nur eine Grundgebühr unter alle Wettbewerbe definieren. Auch hier ist der einzige Nachteil, mehr oder weniger, dass es hier dann unter Umständen ein bisschen komisch dargestellt wird, aber an der Stelle würde ich dann den Haken setzen, als Grundgebühr anzeigen. Das würde dann schon auch immer funktionieren. Und wo wir hier schon bei der Übersicht sind, T-Shirt-Preise also optionale Startgelder kann ich hier jetzt nicht schön mit angeben. Man kann sich natürlich diese Wettbewerbsliste auch selber per HTML irgendwie zusammenstellen oder man beschreibt, welche sonstigen Optionen es gibt. Aber hier jetzt optionale Startgelder noch mit aufzulisten, das funktioniert nicht. Dann kommen wir zu den Gutscheinen.
Gutscheine müssen oder die Gutscheinabfrage muss immer extra ins Anmeldeformular aufgenommen werden. Das heißt, standardmäßig gibt es keine Gutscheine. Aber ihr könnt natürlich Gutscheine anlegen, ihr könnt Gutscheine herausgeben. Wie ist ein Gutschein aufgebaut? Logischerweise gibt es einen Gutscheincode. Der darf keine Sonderzeichen beinhalten. Das heißt, der besteht ausschließlich aus Zeichen A bis Z und Nummern 1 bis 0 oder 0 bis 9, besser gesagt. Beim Typ gibt es 4 verschiedene Möglichkeiten. Entweder gibt es einen Festbetrag oder einen prozentualen Gutschein. Hier ist prozentual immer als Gutschein gesehen, also immer als Rabatt, nicht als Aufschlag. Und dann gibt es die Möglichkeit, den Preis der ersten Anmeldeperiode und den Preis der vorherigen Anmeldeperiode über einen Gutschein zu definieren. Und dabei ist es dann wiederum wichtig, die vorherige, also jetzt haben wir heute den 21. April, das heißt, wir befinden uns in der zweiten Anmeldeperiode. In dem Fall ist die vorherige natürlich gleich der ersten, aber wichtig ist für die erste Anmeldeperiode, das heißt, das allererste Startgeld, was gilt, ist immer das, das am 01.01.1900 gilt. Und dafür ist es dann wirklich relevant, wenn man den Preis der ersten Anmeldeperiode nutzen möchte, ist es da immer relevant, dass man das hier, dieses Feld wirklich leer lässt. Genau, den Betrag, das ist einleuchtend, Mehrwertsteuer analog zu den Startgeldeinstellungen auch, entweder inklusive oder hinzufügen, und wenn man es leer lässt, ist einfach nicht weiter berücksichtigt. Wettbewerb, man kann einen Gutschein entweder je Wettbewerb definieren oder für alle Wettbewerbe. Was jetzt hier nicht funktioniert, ist, dass man zum Beispiel einen Gutschein nur für Marathon und Halbmarathon definiert. Wenn man so etwas hat, dann würde ich, also wenn es grundsätzlich gar keine Gutscheine in dem Fall für die Staffelwettbewerbe gäbe, einfach das Gutscheinfeld gar nicht abfragen bei den Staffeln. Und ansonsten müsste man separate Gutscheine erstellen. Ein bisschen anders funktioniert es bei den betroffenen Kategorien. Also ihr seht, jetzt haben wir die Kategorie Entries, habe ich für die Startgelder, quasi für die Grundgebühr Startgelder definiert und Gimmick für sonstige Zusatzleistungen. Und ich kann jetzt entweder eine einzelne Kategorie auswählen oder auch beide zusammen. Beziehungsweise alle wäre hier gleichzusetzen mit Entry und Gimmick. Ist aber, wenn ich 3 verschiedene Kategorien habe, dann kann ich auch jede Kombination der beiden verwenden. Das heißt, die werden dann hier einfach so noch aufgelistet. Bei mehr als 3 Kategorien wird es dann nicht mehr funktionieren. Dann kann ich noch definieren, von wann bis wann der Gutschein gültig sein soll. Darüber kann ich zum Beispiel irgendwelche Marketingkampagnen ein bisschen steuern. Oder was man gerade im rheinischen Raum dann hin und wieder mal sieht, ein Gutschein, der dann nur über den Karnevalszeitraum gilt. Ja, oder rund um Neujahr kann ich nochmal Leute, noch ein paar mehr Leute anlocken. Also ganz, ganz einfach, aber auch relativ einleuchtend. Dann machen wir mit dem Vermerk weiter, einfach für die bessere Nachvollziehbarkeit, Nachverfolgbarkeit, warum ich jetzt einen bestimmten Gutschein angelegt habe. Gerade wenn ich eine größere Veranstaltung habe, ist es doch manchmal ein bisschen unübersichtlich und macht einfach Sinn, wenn man das Ganze dann auch immer ausfüllt. Wie oft ein Gutschein verwendbar ist, ist da noch die letzte Einstellung, die gewählt werden kann. Und hier ist zwischen 1 und 100 in Einzelschritten und anschließend dann in etwas größeren Schritten kann ich auswählen, wie oft der Gutschein einlösbar sein soll. Oder immer wieder, das heißt, es gibt kein Limit. Und dann haben wir noch die Einlösoption, eine Sammelanmeldung. Und eine Sammelanmeldung, warum ist das separat? Ich kann einen Gutschein in der Sammelanmeldung, also das Gutscheinfeld, entweder für die gesamte Sammelanmeldung abfragen, also für wenn ich jetzt eine Sammelanmeldung von 5 Teilnehmern habe, dann frage ich entweder einmal den Gutschein ab, möchte ihn aber bei allen Teilnehmern eintragen, oder ich frage ihn 5-mal ab. Und egal, wie ich es mache, wenn ich jetzt einen Gutschein habe, der nur einmal einlösbar ist oder einmal einlösbar sein soll, habe aber 5 Teilnehmer in der Sammelanmeldung, dann kommt eine Fehlermeldung, weil der Gutschein ja nur einmal einlösbar ist. Und deswegen kann ich sagen, der soll für die gesamte Sammelanmeldung gelten, aber keine zweite Sammelanmeldung. Und dann gibt es einfach noch die Übersicht, wie oft ein bestimmter Gutschein schon eingelöst wurde. Zum
diverse Gutscheine erstellen. Wenn ihr jetzt keine Lust habt, selber euch irgendwelche Codes zu überlegen, kann man das Ganze auch automatisieren. Man gibt einfach die Anzahl an, Parameter, die wir gerade besprochen haben, und kann dann noch optional ein Präfix angeben, was dann immer vorangestellt wird, und bekommt dann einfach, wir haben es heute Morgen schon mal gemacht, mit GRP für Group und dann im Anschluss eben noch ein paar Zeichen hinten dran gehängt. Genau, so viel dann auch zu den Gutscheinen. Auf die Frage, ja, man kann abfragen, wer einen Gutschein eingelöst hat und auch mit welchem Wert. Also ich kann, also es gibt, glaube ich, drei Felder. Jetzt muss ich nochmal die Knowledge Base bemühen. Aber es müsste drei Datenfelder geben. Okay, wir müssen bei Feldern schauen. Glaube ich, hier müsste es mit aufgelistet sein. Es gibt einmal Gutschein, das ist dann der Gutscheincode. Das heißt, ich könnte zum Beispiel auch über einen Filter Gutschein gleich Anführungszeichen ABCDEF Anführungszeichen gucken, wer hat den Gutschein ABCDEF eingelöst. Kann aber genauso auch Gutschein.betrag, also nach dem Betrag suchen oder mir ausgeben lassen in der Liste, und genauso auch den Vermerk. Wenn jemand einen Gutschein vergessen hat einzutragen, bei der Anmeldung, er soll nachgetragen werden. Das Gutscheinfeld ist nicht im Teilnehmerfenster sichtbar. Kann ich nur über die Datenmanipulation dann im Prinzip einsehen oder nachtragen. Genau. Dann hoffe ich, dass keine Fragen dazu bestehen. Ansonsten einfach noch nachträglich fragen. Dann kommen wir eigentlich zur Grundstruktur der Online-Anmeldung an sich. Also jetzt haben wir erstmal definiert, was soll eigentlich das Ganze kosten, wenn ich irgendwo mitmache. Jetzt wollen wir aber auch noch definieren, wie funktioniert das Ganze. Also als erstes habe ich eine Landingpage. Dann habe ich eine Seite mit den Formularfeldern, also im Prinzip die Datenabfrage. Dann eine optionale Überprüfungsseite, eine optionale Bezahlseite. Die fällt weg. Die Überprüfungsseite fällt weg, wenn ich sie deaktiviere. Die Bezahlseite fällt weg, wenn der Betrag 0 Euro ist. Logischerweise auch nichts bezahlt. Oder auch wenn ich sage, ich möchte kein Online-Payment verwenden. Und dann gibt es zum Schluss noch die Bestätigungsseite. Aber auch hier, das schauen wir uns im Detail an. Also das hier ist das, was wir unter Landingpage verstehen oder was ich jetzt hier unter Landingpage verstehe. Bedeutet, ich habe hier einen Text, den kann ich auch selber definieren. Ich habe hier die Wettbewerbsliste, die kann ich auch deaktivieren. Und ich habe hier die Auswahl der nicht unbedingt Wettbewerbe, aber nennen wir es Anmeldeoptionen. Wir wählen jetzt mal für den Marathon und Halbmarathon die Einzelanmeldung aus. Das wäre jetzt die Seite der Formularfelder. Ich sehe gerade, das Online-Payment habe ich deaktiviert. Da kommen wir gleich nochmal zu. Jetzt haben wir hier die Formularfelder. Das heißt, wir haben hier die Datenabfrage und können hier eben unsere Auswahl treffen. In der Zwischenzeit kann ich noch die Frage aus dem Chat beantworten. Großschreibung bei Gutschein wird automatisch geprüft. Also es wird automatisch groß geschrieben. Auch wenn man jetzt klein eingibt, wird dann anschließend in groß übernommen. Genau, jetzt habe ich hier meine Datenabfrage. Jetzt habe ich meine Überprüfungsseite, wo ich Teilnahmebedingungen habe, wo ich auch noch drei zusätzliche Bedingungen quasi verpflichtend anhakbar definieren kann. Habe meine Übersicht über die Eingaben, meine Übersicht über die Startgelder. Ich muss den Bedingungen zustimmen. Im nächsten Schritt habe ich die Auswahl über das Zahlungsmittel. Je nachdem, was man hinterlegt hat, wird man dann weitergeleitet zum Provider. Jetzt bei der Basislastschrift zum Beispiel habe ich hier die Datenabfrage für die Zahlungsdaten, die Bankdaten. Und wenn ich mich verbindlich anmelden würde, würde ich auf die Bestätigungsseite kommen.
So, aber wie richte ich das Ganze ein? Zuerst fange ich an unter myraceresult.com, die Veranstaltung unter myraceresult.com aktivieren, im Portal anzeigen zu lassen. Zweiter Schritt sollte immer sein, die Kontaktinformationen auszufüllen. Die sind in unseren Augen ganz wichtig, weil wir bekommen täglich E-Mails von Teilnehmern, die sich für irgendeine Veranstaltung angemeldet haben, aber nicht wissen, wie sie den Veranstalter kontaktieren können und denken dann, ach, ich habe mich doch bei irgendwas Race Result oder so angemeldet, dann gucke ich doch mal, wie ich Race Result erreiche. Das heißt, es macht immer Sinn, hier eine Kontakt-E-Mail-Adresse für die Anmeldung anzugeben. Weil wir verweisen auch nur auf myraceresult.com. Wir, selbst wenn wir das Anliegen lösen könnten, gehen nicht in eure Veranstaltungsdateien rein und lösen Anliegen von Teilnehmern. Dann kommen wir zum Themenblock Online-Anmeldung, worum es sich jetzt dreht, und schauen uns zunächst mal die Grundeinstellungen an. Ich gehe jetzt nicht jede einzelne Einstellung im Detail durch, weil vieles auch selbsterklärend ist. Wenn was zu schnell gehen sollte, dann einfach bitte auf euch aufmerksam machen. Online-Anmeldung aktivieren ist relativ logisch. In dem Moment, wo ich die Online-Anmeldung aktiviert habe, unabhängig vom Zeitraum, kann ich über Anmeldung testen auch auf die Anmeldung zugreifen. Hier ist jetzt wichtig, im Test-Mode, der ist immer groß gekennzeichnet, werden Zahlungen nur autorisiert und nicht durchgeführt. Also auch bei einer Kreditkartenzahlung erscheint es zwar bei euch in der Kreditkartenabrechnung anfangs, aber die Zahlung wird nicht durchgeführt. Und ihr könnt eine Anmeldung auf Nachfrage auch nicht speichern lassen. Und habt dadurch einfach die Möglichkeit, auch im Aufbau der ganzen Anmeldung das Ganze schon mal durchzutesten, wie sieht es dann hinterher aus, ohne dass die Teilnehmer sich in der Zeit schon anmelden können. Der Modus, relativ einleuchtend auch. Ich habe eine Einzel- und eine Sammelanmeldung, die ich definieren kann. Ich kann es entweder oder ich kann auch noch eine wettbewerbsabhängige Anmeldung machen. Bei einer wettbewerbsabhängigen Anmeldung habe ich immer für meine Anmeldung, für meinen Wettbewerb einen eigenen Button. Und der ist dann auch immer über den normalen Einzel- und Sammelanmelde-Buttons. Für die Sammelanmeldung, da kann ich sagen, ob die als Tabelle abgefragt werden soll oder untereinander. Tabellenform ist übersichtlicher, wenn ich ein paar wenige Daten nur abfrage. Wenn ich viele Daten abfrage, macht es untereinander mehr Sinn, ist es einfach dann wiederum übersichtlicher. Für die einzelnen Wettbewerbe kann ich die Verfügbarkeit hier noch entsprechend anpassen. Wenn ich jetzt sage Sonderanmeldung Einzel oder Sonderanmeldung Sammel, ist es quasi eine wettbewerbsabhängige Anmeldung, nur eben, dass diese nur als Einzelanmeldung oder nur als Sammelanmeldung möglich ist. Wenn ich jetzt hier sage, eine wettbewerbsabhängige Anmeldung, kann ich die immer noch als Einzel- und Sammelanmeldung auch definieren. Aber analog zu den wettbewerbsabhängigen Anmeldungen, eine Sonderanmeldung wird dann auch immer als eigener Button hier dargestellt. Das heißt, wenn wir die Marathonstaffel und wenn wir die Halbmarathonstaffel, die als Sonderanmeldung definiert sind und haben dann die reguläre Einzel- und die reguläre Sammelanmeldung für Marathon und Halbmarathon. Das Teilnehmerlimit kann ich entweder je Wettbewerb setzen oder ein Gesamtteilnehmerlimit setzen. In dem Moment, wo ich ein Teilnehmerlimit setze, pro Wettbewerb, sehe ich auch, wie viele Plätze noch frei sind, standardmäßig. Auch das kann ich aber ausschalten. Dann hier die Startseite, das, was ich vorher Landingpage genannt habe, den Infotext. Das ist ein HTML-Editor, da kann ich angeben, was ich möchte. Und das erscheint dann hier oberhalb der Wettbewerbsliste. Dabei habe ich auch die Möglichkeit, einen abweichenden Infotext nach Anmeldeschluss zu definieren. Dabei ist aber wichtig, dieser Text wird nur angezeigt, wenn die Online-Anmeldung vorbei ist, aber der Veranstaltungstag noch nicht erreicht ist. Also wir sehen hier oben eine Veranstaltung, die habe ich jetzt hier auf den 22.04. datiert. Jetzt sagen wir, die Anmeldung ist aber nur verfügbar bis heute Morgen 10 Uhr gewesen. Speichern wir. So sieht es aus, wenn quasi alles live ist. Aktualisieren wir mal. So würde das Ganze jetzt eben aussehen, wenn die Veranstaltung noch nicht stattfindet, die Online-Anmeldung aber schon geschlossen ist. Anmeldung ist geschlossen, nicht verfügbar. Jetzt ändern wir einmal das Wettbewerbsdatum und setzen es auf heute. Und in dem Moment
ist der gesamte Reiter Anmeldung nicht mehr verfügbar. Das heißt, das ist ganz wichtig. Dieser Text funktioniert nur, wenn die Anmeldung, wenn der Veranstaltungstag noch nicht erreicht ist. Der Infotext vor Anmeldebeginn, der wird immer angezeigt, wenn der Anmeldestart noch nicht erreicht ist. Hier kann ich dann die Button, die standardmäßig zur Einzelanmeldung und zur Sammelanmeldung heißen, umbenennen, sodass das Ganze eben, wie es hier der Fall ist. Okay. Wenn wir die Anmeldung auch nochmal öffnen. So wie es jetzt hier der Fall war. Das einfach klar ist, doch, sollte funktionieren, sodass klar ist, dass die Einzelanmeldung und Sammelanmeldung für den Marathon und Halbmarathon ist. Die Überprüfungsseite, hier gibt es standardmäßig einen Text von uns als Teilnahmebedingungen. Das macht aber natürlich Sinn, dass ihr das anpasst, je nach euren eigenen Teilnahmebedingungen. Die Teilnahmebedingungen, denen muss zugestimmt werden, aber das, was ich hier angebe, muss ich nicht nochmal separat anhaken. Das kann ich lediglich hier für die weitere Bedingung 1 bis 3 machen. Und das sind ganz einfache HTML-Zeilen. Das heißt, hier kann ich auch mit HTML-Text arbeiten, sodass ich hier irgendwo zum Beispiel auf die Ausschreibung, die als PDF auf der Website vom Verein liegt, verweisen kann. Die Bestätigungsseite, schauen wir uns mal den englischen Text an, ist im Prinzip genauso wie hier oben auch. Jetzt haben wir hier nur, habe ich das hier vorangestellt. Darüber erreicht man, dass das Ganze nicht im HTML-Editor aufgerufen wird, sondern einfach immer der Standard-Text-Editor ist. Macht häufig Sinn, wenn man irgendwie eigenes HTML verwendet, dass da die Formatierung nicht zerschossen wird vom HTML-Editor, das aber nur am Rande. Die Datei werden wir hinterher auch zur Verfügung stellen, zusammen mit der Aufzeichnung von der heutigen Session. Was sich im Lauf der letzten 12 Monate hierzu geändert hat, ist, dass man mittlerweile auch Felder abrufen kann auf der Bestätigungsseite. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel sagen, vielen Dank für deine Anmeldung, Max, deine Startnummer lautet 512, bis bald. Bei einer Sammelanmeldung ist es wichtig, dass immer nur auf den ersten Datensatz zugegriffen wird. Ganz unten haben wir dann noch die Möglichkeit, per CSS die Anmeldung ein bisschen aufzustylen. Da gehen wir aber ganz bewusst nicht näher drauf ein, weil zum einen könnte man damit selber mehrere Sessions füllen und zum anderen gibt es einfach kein richtig oder falsch bei einem Styling. Das bedeutet, wer irgendwie seine Anmeldung noch ein bisschen verschönern will, ein bisschen in CSS einlesen und dann funktioniert das auch relativ schnell und kriegt dann jeder auch hin. Also das zu den Grundeinstellungen. Dann gehen wir einfach hier von oben nach unten weiter. Nächster Punkt, Online-Payment. Haben wir vorher schon darüber gesprochen, aber ein Punkt ist mir noch durchgerutscht, der nämlich auch relativ neu ist und gerade für die aktuelle Zeit durchaus nicht irrelevant ist. Für die SEPA-Basislastschrift, die ja doch auch nach wie vor das Hauptzahlungsmittel ist, zumindest in Deutschland, habe ich mittlerweile die Möglichkeit, einen Termin zu bestimmen, vor welchem eine Lastschrift nicht eingezogen wird. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob meine Veranstaltung im Juni stattfinden kann. Um mir das ganze Prozedere mit Startgeldrückerstattung, Abfrage der Bankdaten von den Teilnehmern und so weiter mir zu ersparen, sage ich einfach, ich warte bis zum 10.06.2021. Wer sich heute anmeldet, dessen Lastschrift wird frühestens am 10.06.2021 eingezogen. Nicht vor diesem Datum, einfach weil wir nicht jeden Tag einziehen, plus die Banken arbeiten nicht jeden Tag und die regulären 2 bis 5 Tage dauert es ab dann eben auch, aber vor dem 10.06. wird es definitiv nicht eingezogen. Wie hier auch schon steht, das Risiko für Rücklastschriften ist höher. Das Risiko für Rücklastschriften tragt ihr in dem Fall. Und wichtig ist, sollte die Veranstaltung dann abgesagt werden, das heißt, die Lastschriften sollen nicht eingezogen werden, müsste die im Überblick im Bereich Online-Payment
Da ist jetzt hier nichts drin, müsst ihr überall einen Haken setzen, dass die entsprechende Zahlung gestrichen wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten wird eben die Lastschrift trotzdem irgendwann eingezogen. Ansonsten die Gebühren für die Zahlung oder für den Startgeldeinzug über RaceResult seht ihr hier. Gibt ansonsten auch noch den Rahmenvertrag über die Online-Anmeldung, wo einfach die Rechte und die Pflichten entsprechend normal auf- oder niedergeschrieben sind. Das Datum der Lastschrift wird gesetzt und zum Zeitpunkt der Anmeldung oder das zum Zeitpunkt der Anmeldung berechnete Startgeld wird dann eingezogen. Nachträgliche Änderungen an den Startgeldeinstellungen werden dann nicht berücksichtigt. Das heißt, wenn sich jetzt jemand heute anmeldet für 38 Euro, dann haben wir heute die Einwilligung des Teilnehmers, dass wir einen Betrag über 38 Euro einziehen dürfen. Wenn sich das Startgeld dann bis zum 10.06. ändern sollte, warum auch immer, kommt noch eine Corona-Zulage dazu, haben wir nach wie vor nur die Einwilligung in 38 Euro. Natürlich weniger wäre vermutlich auch in Ordnung, wobei ich bin jetzt nicht der Rechtsexperte. Vielleicht hat sich ja schon mal jemand beschwert, dass er plötzlich weniger eingezogen bekommen hat. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls das, was heute gilt zum Zeitpunkt der Anmeldung, das ist das, was da noch eingezogen wird. Die E-Mail-Bestätigung, die stellen wir jetzt mal nochmal hinten an und gucken uns die Formularfelder an, weil das ist eigentlich so das ganz Große, woran man denkt, wenn es um die Online-Anmeldung geht. In den Formularfeldern bzw. in den Einstellungen der Formularfelder hier kann ich definieren, welche Daten, welche Informationen, welche Felder angezeigt, abgefragt und so weiter werden sollen. Das heißt, hier definiere ich, wie sieht mein Abfrageformular aus? Das, was wir hier jetzt schon gesehen haben. Jede Zeile steht im Prinzip dann auch für eine Zeile hier im Formular. Und ich kann zunächst ein Feld auswählen. Hier gibt es ein paar Besonderheiten am Anfang. Da schauen wir gleich nochmal im Detail drauf. Und ab Titel, das sind das dann die Standardfelder. Und ganz unten sind auch sämtliche Zusatzfelder, die wir definiert haben, im Hauptfenster aufgelistet. Ich kann dann eine abweichende Bezeichnung angeben. Also bei einer HTML-Zeile ist es keine abweichende Bezeichnung, sondern einfach nur eine Bezeichnung. Wenn ich das Ganze leer lasse, wird der Feldname verwendet bei den Standardfeldern oder bei den Zusatzfeldern das, was ich hier als Bezeichnung definiert habe. Das heißt, PrefBib würde standardmäßig auf Deutsch Wunschstartnummer anzeigen. Kann ich aber beliebig hier überschreiben und auch mehrsprachig einstellen. Dann kann ich angeben, ob ein Feld ein Pflichtfeld sein soll oder nur in einer Einzel- oder Sammelanmeldung. Kann weiter definieren, wie das Feld in der Sammelanmeldung gehandhabt werden soll. Das heißt, gemeinsam in Sammelanmeldung nein bedeutet, dass das Feld eindeutig für jeden einzelnen Teilnehmer der Sammelanmeldung sein soll. Das heißt, für jeden Anmelder innerhalb der Sammelanmeldung soll dieses Feld angezeigt werden. Bei Ja wird das Feld nur einmal angezeigt und wird dann für alle Datensätze innerhalb der Sammelanmeldung übernommen und eingetragen. Ja, aber am Ende des Formulars einleuchtend wird dann ganz am Ende des Formulars angezeigt. Also normalerweise hat man oben den ersten Block an quasi Feldern, die gemeinsam abgefragt werden sollen. Dann kommt die Auflistung der einzelnen Teilnehmer oder die Abfrage der einzelnen Teilnehmerdaten. Und dann kommen eben die Sachen am Ende des Formulars. Ja, aber nur beim ersten Eintragen wird dann nur beim ersten Datensatz eingetragen. Bietet sich auch manchmal an. Oder ich kann das Ganze noch kombinieren. Das heißt, die Möglichkeiten zur Gestaltung habe ich. Jede zweite bis zehnte Zeile anzeigen bedeutet, wenn ich etwas jede zweite Zeile anzeigen lasse, lasse ich es nach jedem zweiten Datensatz. Also eigentlich könnte man hier jede zweite Zeile besser formulieren, nach jedem zweiten Datensatz anzeigen. Zum Beispiel immer zwischendrin nochmal daran erinnern, dass doch der Verein wieder korrekt gesetzt werden muss. Keine Ahnung, besseres Beispiel fällt mir jetzt gerade nicht ein. Bei einer Teamanmeldung zum Beispiel könnte es auch sein, dass die Reihenfolge oder nochmal ein Hinweis zur Reihenfolge der einzelnen Teilnehmer.
Dann bei den Einstellungen, die man jetzt direkt auf den ersten Blick sieht, kann ich noch angeben, ob dieses Feld oder wann und wie dieses Feld angezeigt werden soll. Also immer oder nur in der Einzel-, nur in der Sammelanmeldung. Nie macht auch Sinn. Zum Beispiel, wenn letztes Jahr eine Kreismeisterschaft stattgefunden hat. Ich weiß, dass sie nächstes Jahr wieder stattfindet. Dieses Jahr findet sie aber nicht statt. Da muss ich nicht meine kompletten Formularfelder neu sortieren oder neu arrangieren, sondern kann es einfach auf nie setzen. Und dann kann ich es im nächsten Jahr einfach wieder auf immer setzen. Und schon habe ich es wieder vorhanden, so wie im Vorjahr. Marathonstaffel und Halbmarathonstaffel stehen jetzt hier, weil die, wie wir hier gesehen haben, vorher eine Sonderanmeldung sind. Also Wettbewerbe, die eine Sonderanmeldung haben oder auch bei der wettbewerbsabhängigen Anmeldung, kann ich hier dann direkt aus dem Dropdown auswählen. Also das, was wir hier sehen, haben wir alles abgehakt. Dann kommen wir zu den Besonderheiten, nenne ich es mal, was wir am Anfang ja auch schon oder gerade eben gesehen haben mit der HTML-Zeile. Gehen wir es von oben nach unten durch. Der Absatztext breit, selbsterklärend, ist ein Absatz, wenn man es leer lässt, die Bezeichnung, oder ein Text, der über die komplette Breite geht. Das heißt, wir am besten schauen wir uns das Ganze einfach mal direkt an. Das heißt, wir schreiben das jetzt als Absatztext breit. Der HTML-Tag wird jetzt gleich nicht mehr verwendet. Das heißt, Absatztext breit ist etwas, was über die gesamte Breite geht. Und was linksbündig angezeigt wird. Das Ganze als Absatztext schmal mache, wird es im Prinzip hier bündig mit den Eingabefeldern angezeigt. Jetzt will ich euch eine Sache zeigen, wenn wir das Ganze leer lassen. Wenn wir das Ganze jetzt leer lassen, dann wird hier einfach eine Leerzeile eingefügt. Bei Absatztext breit, bei Absatztext schmal haben wir drei Striche, so quasi als Trennzeichen. Genauso kann ich einen Absatz auch auf der Überprüfungsseite einfügen. Machen das jetzt mal Überprüfungstest, nennen wir das Ganze. Damit ist es dann auch relativ einleuchtend. Und sehen jetzt, dass das hier oben mit angezeigt wird. Entsprechend der Reihenfolge der einzelnen Zeilen. Dann haben wir das Bild. Ein Bild kann ich über die Dateibezeichnung, also über den Dateinamen aufrufen und in den Formularfeldern anzeigen lassen. Wo finde ich das Bild? Das Bild muss ich vorher im Hauptfenster unter Bilderdateien hochladen und kann dann darauf zugreifen. Dann haben wir Pickbox Start und Pickbox End. So, was ist jetzt eine Pickbox? Letztendlich ist eine Pickbox, dient zur besseren Struktur der Anmeldung. Das heißt, ich kann darüber quasi wieder einzelne, nennen wir es Boxen, definieren. Die haben dann hier, man sieht so ganz leicht, einen eigenen Rahmen drumherum, worüber ich das Ganze so ein bisschen abheben kann vom Rest. Ein weiterer Vorteil von der Pickbox ist, dass ich ein Bild quasi hier, so wie hier, anzeigen lassen kann und direkt daneben auch die Datenabfrage gestalten kann. Ansonsten, wenn ich ein Bild habe, wird es immer als eigene Zeile dargestellt. Jetzt gucken wir uns an, wie das hier definiert ist. Wenn wir der Pickbox Start, was dann quasi, ich nenne es mal die Box-Oberkante ist, dann nehmen wir hier eine HTML-Zeile, was die persönlichen Daten sind, also die Überschrift, haben dann ein Bild, was dann direkt oben links angezeigt wird, und haben dann die Abfrage der einzelnen Daten. Die Reihenfolge hier ist wichtig, vor allem mit dem Bild und mit der Überschrift. Wenn ich das Bild jetzt weiter runterziehe, zum Beispiel zwischen Jahrgang und Geschlecht, dann wird das Bild quasi die Oberkante bündig mit dem Jahrgang abgefragt. Also quasi mit dem Datenfeld, was darüber liegt.
Das heißt, darüber kann ich auch mal so ein klein wenig anpassen. Je nachdem. Das Bild wird ja auch automatisch auf die passende Größe zugeschnitten, wird allerdings so groß wie möglich zugeschnitten. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube 285 Pixel, aber bin mir nicht sicher. Könnte ich im Zweifel nachschauen, wenn es eine Rolle spielt. Wenn ich dann meine Box schließen möchte, setze ich Pickbox End. Angezeigt wäre, also Bilder können nicht nebeneinander angezeigt werden im Anmeldeformular. Wenn ich das möchte, muss ich mir selber quasi eine Datei zusammenstellen, die dann zwei Bilder nebeneinander anzeigt. Also das funktioniert nicht. Es kann sein, dass es mit kleinen Bildern funktioniert, aber da ist immer die Empfehlung, dann einfach das selber die Datei so anpassen. Das ist auch kein großes Hexenwerk, wofür man jetzt irgendwie Photoshop oder sonst was bräuchte. Also innerhalb der Pickbox auf jeden Fall nicht. Empfehlung zur Gestaltung der Pickbox, Bilder, also ich glaube, so wenn man irgendwas 120, 150 Pixel nimmt, quadratisch, macht natürlich Sinn. Querformat ist natürlich ein bisschen schwieriger, Hochformat ist noch ein bisschen einfacher. Rand bietet sich auch an, noch einen kleinen weißen Rand zu haben. Aber auch da, es gibt kein richtig oder falsch beim Design. Das, was mir gefällt, gefällt dem nächsten vielleicht nicht. Und die Rahmenstärke, um auf die Frage auch noch zu kommen, die kann ich über CSS dann hinterher anpassen. Die Anregung, ein paar Pickbox-Symbole zu hinterlegen, nehme ich mal auf. Da ist natürlich immer die Frage, jeder verwendet es auch wieder anders. Aber ich nehme es mal mit auf. So, dann nach der Pickbox haben wir noch die HTML-Zeile. Da muss ich nicht viel zu sagen, kann einfach HTML-Tags auch verwenden. Und dann haben wir JavaScript. Bei JavaScript ist es wichtig zu wissen, dass ihr da von uns keine hundertprozentige Zuverlässigkeit erwarten könnt. Das heißt, JavaScript ist einfach, also ihr, wenn ihr JavaScript könnt oder Java schreiben könnt, dann könnt ihr da gerne irgendwas schreiben, aber das kann sein, dass es auch mal kurzfristig nicht mehr funktioniert. Also auf die Funktion würde ich mich nicht verlassen. Aber es gibt die Möglichkeit, darüber auch irgendwelche Daten abzufragen oder zu schreiben. Dann schauen wir uns mal noch die erweiterten Einstellungen an oder die weiteren Details zu den einzelnen Formularfeldern. Formatierung, relativ einleuchtend oder aufleuchtend, je nachdem, wie man es definiert. Validierungsregel, schauen wir uns gleich nochmal in einem anderen Beispiel an, aber wir gehen jetzt einfach mal das Ganze von oben nach unten durch. Auch die Spezialfunktionen schauen wir uns im Detail an. Die Eindeutigkeit kann einfach definieren, ob ein Wert oder der Wert für dieses Feld mehrfach vorkommen darf. Nicht eindeutig, klar, jeder darf den gleichen Wert haben. Eindeutig pro Sammelanmeldung könnte ich sagen, also alle aus der einen Sammelanmeldung dürfen den gleichen Verein haben. Bietet sich zum Beispiel an bei einer Staffel. Der Staffelteamname darf nur für eine Staffel verwendet werden. Das heißt, innerhalb der Sammelanmeldung, wenn die Sammelanmeldung quasi die Staffelanmeldung ist, dann soll das dort eindeutig sein. Oder eindeutig pro Wettbewerb funktioniert natürlich auch bei einer Staffel, wenn ich die Staffel nur als einen Datensatz abfrage. Oder global eindeutig bedeutet natürlich nicht global, also global bedeutet hier innerhalb dieser Veranstaltungsdatei. Ein Standardwert, das ist quasi das gleiche wie bei den Zusatzfeldern. Der wird gesetzt, wenn dort kein abweichender Wert hinterlegt ist. Hier gibt es dann auch noch, je nachdem, was für ein Feld ich habe, ein paar verschiedene Optionen. Wenn ich mir zum Beispiel ein Checkbox-Feld anschaue, PrefBib zum Beispiel, habe ich hier nach dem Standardwert auch noch die Möglichkeit, einen Text neben der Checkbox zu definieren. Also ja, ich möchte eine Wunschstartnummer für 2 Euro wählen. Wird dann eben hier so entsprechend dargestellt, anstatt dass dort nur eine Checkbox ist, ohne eine weitere Beschreibung. Bei einem
Dropdown-Feld beim T-Shirt, bei der T-Shirt-Größe zum Beispiel, kann ich hier auch noch abweichende Auswahlwerte hinterlegen. Nehme nochmal XL hier auf. Und bei einem freien Textfeld, beim Gutschein funktioniert es nicht. Ich glaube, da haben wir gerade keines drin. Stellen wir mal gerade, weil es doch durchaus interessant ist, ein Textfeld Test. Das muss jetzt nicht wunderschön sein. Geht nur um die Funktion. Kann ich hier auch nochmal den Placeholder dann hinterlegen, kann den Placeholder aber natürlich auch schon direkt in den Einstellungen der Zusatzfelder definieren. Dann auch oft sehr, sehr wichtig, wann soll das Feld angezeigt werden? Also das Feld soll nicht für jeden Anmelder angezeigt werden, also nur anzeigen, zum Beispiel, wenn Wettbewerb gleich Marathon. Also nur beim Marathon soll es abgefragt werden. Zum Beispiel persönliche Bestzeit über 42 Kilometer. Also hier habe ich auch die bekannten Operatoren und kann hier auch aus sämtlichen Feldern wählen. Wichtig ist, wenn ich ein Feld, also wenn ich eine Bedingung habe, dann muss dieses Feld auch in den Formularfeldern aufgeführt werden. Ich habe auch zusätzlich die Möglichkeit zu sagen, zwei Bedingungen müssen erfüllt sein. Dann haben wir noch die datumsabhängige Anzeige, muss man auch nichts zu sagen, und wie das Ganze auf der Überprüfungsseite angezeigt werden soll, ob es ausgeblendet werden soll oder ob es nur angezeigt werden soll, wenn es ausgefüllt ist, oder ob es einfach immer auch angezeigt werden soll für ein Datenfeld. Dann schauen wir mal, was wir davon alles abgehakt haben. Die Formatierung haben wir, Validierungsregel, die schauen wir uns gleich nochmal an. Die Spezialfunktionen kommen dann nach der Validierungsregel. Feldeinstellungen haben wir, nur anzeigen, wenn haben wir auch. Und die Frage zu den Feldeinstellungen, die abweichende Auswahl bei Dropdown-Feldern, die passt jetzt ziemlich gut hier rein. Also wir wollen uns jetzt noch die Validierungsregel anschauen. Und dafür haben wir ein T-Shirt-Feld. Das setze ich mal auf nie. Vorher vergessen wir zurückzustellen. Also wir fragen ja hier nach einem T-Shirt, also das kostenlose Event-T-Shirt, Veranstaltungsshirt, Größe SMLXL. Jetzt habe ich aber vorher von meinem Sponsor gesagt bekommen, ja, wir haben nur 20 T-Shirts von jeder Größe oder 50 oder 100 oder was auch immer. Bedeutet, wir können nicht Kontingente hinterlegen, nicht wirklich. Wir können aber eine Validierungsregel bemühen. Und hier sage ich jetzt Decount, T-Shirt gleich T-Shirt, vereinfacht gesagt. Das heißt, ich zähle zum Zeitpunkt der Anmeldung, wie viele Teilnehmer haben quasi dieselbe Größe wie ich in meiner Anmeldung hier. Und das muss kleiner sein als das Feld Veranstaltung Shirt Contingency. Also das Shirt-Kontingent, das Veranstaltungsattribut. Das haben wir uns letzte Woche angeschaut. In den Grundeinstellungen haben wir hier das benutzerdefinierte Attribut Shirt-Contingency definiert mit einem Wert von 6. Einfach, ist einfach für euch jetzt zu zeigen, muss ich nicht unzählige Datensätze drin haben. Das bedeutet, wir können 6 T-Shirts in jeder Größe vergeben. Also 6 kleiner 6 würde nicht mehr funktionieren. Das heißt, in dem Moment, wo 6 T-Shirts schon vergeben sind, kommt hier eine Validierung, also kommt die Fehlermeldung, die da dann heißt, the shirt size is no longer available, we are sorry. Wie funktioniert das? Jetzt gucken wir erstmal, okay, wer hat hier eigentlich ein T-Shirt in Größe XL? Also das vielleicht hat das, weiß das auch noch nicht jeder. Ich kann hier oben auch direkt quasi einen Filter eingeben und dann habe ich in der Teilnehmerliste hier im Teilnehmerfenster auch schon die entsprechenden Teilnehmer, die diesen Filter erfüllen. Das heißt, aktuell habe ich 6 Datensätze, die ein T-Shirt in Größe XL haben. Bedeutet, wir haben gesagt, das Kontingent sind 6 T-Shirts. Wenn ich jetzt XL auswähle, sollte eine Fehlermeldung kommen. Genau, ich kann hier nicht weitermachen mit XL.
Sieht natürlich nur bedingt schön aus, wenn ich jetzt trotzdem XL wählen kann. Deswegen, ich habe mir hier vorher schon was vorbereitet. Leider sind bereits sämtliche T-Shirts in Größe XL vergriffen. Im letzten Jahr war es L. Das ist ja ein XL. Die Leute haben durch Corona zugenommen und sage jetzt, okay, dieses Feld soll angezeigt werden. Bisher waren noch alle Größen verfügbar, jetzt aber nicht mehr. Und jetzt sage ich, bei den abweichenden Auswahlwerten, XL ist nicht mehr verfügbar, sondern nur noch S, M und L. Die abweichenden Auswahlwerte sind standardmäßig nicht vorausgefüllt. Aber ich kann hier einfach sagen, welche Werte sollen im Dropdown verfügbar sein. Im Gegensatz zu den Einstellungen unter Hauptfenster Zusatzfelder. So, jetzt haben wir gesagt, nur soll nur noch S, M und L auswählbar sein. Und jetzt sehen wir hier den Hinweis. Leider sind bereits sämtliche T-Shirts in Größe XL vergriffen und ich kann nur noch S, M und L auswählen. Ich hoffe, das beantwortet jetzt sowohl die Frage wie auch die Funktionalität der Validierungs oder der, ja, der Validierungsregel. Natürlich kann ich hier jede beliebige Validierung hinterlegen. Gibt mehr Möglichkeiten, als ich jetzt aufzeigen kann. Da könnt ihr zum Beispiel auch hier Tageslizenz gleich 1, das heißt, da muss die Tageslizenz quasi erfüllt sein oder die Länge der Lizenz, also die, ja, des Feldes, des Wertes muss 6 Zeichen sein. Genau. Genau, die angezeigten Auswahlwerte dynamisch verändern, das geht nicht. Deswegen deswegen jetzt quasi dieser Umweg, dass man dann wenigstens erreicht, dass die Leute sich nicht weitermachen können mit der Anmeldung, sondern dann eben in die Fehlermeldung laufen. Wenn ich das dann aber irgendwie mitkriege, idealerweise verfolge ich natürlich, wie oft dann das T-Shirt schon vergriffen ist, kann ich dann entsprechend eingreifen und dann eben den Auswahlwert rausnehmen. Ist allerdings auf der Wishlist, ist aber ein bisschen komplexer, das Ganze umzusetzen. Auch so, dass es vor allem klar und verständlich einzurichten geht. Die Zählung funktioniert verständlicherweise nur, wenn man auf ein einzelnes T-Shirt-Feld zurückgreift. Bei Staffeln, die mehrere Felder haben, also wenn ich jetzt die gesamte Staffel in einem Datensatz abfrage, dann gibt es nicht wirklich eine galante Zählfunktion. Dann müsste ich einfach nur meinen Decount anpassen. Da kommt eine ziemlich eklige Formel raus, die dann irgendwie heißen könnte, wobei, nee, wird schwierig. Hier habe ich jetzt zu viel versprochen, aber vielleicht kriegt man irgendwas Ekliges hin. Müsste man schauen. Aber in dem Fall gebe ich dir recht, da wird es dann wahrscheinlich schwierig. Da müsste man dann eventuell einfach noch ein bisschen häufiger mit reinprüfen. Offene Anmeldungen, also die noch nicht durch sind, werden da nicht mitgezählt. Das kann natürlich passieren, wenn jetzt viele Leute gerade sich gleichzeitig anmelden, mein Kontingent klein ist, dass es dann vielleicht eine Überbuchung gibt. Deswegen sollte man das Kontingent idealerweise ein bisschen drunter ansetzen. Ja, guter Punkt, der da jetzt nochmal aufgebracht wurde. Also es ist nicht ausgeschlossen, wenn es jetzt einen totalen Run auf irgendwas Bestimmtes gibt, dann sollte man ein bisschen aufpassen. Dann gucken wir noch auf die Spezialfunktionen, also der letzte Punkt jetzt von den Formularfeldern. Da sehen wir jetzt ein paar, wir gehen die aber alle in einem Beispiel durch. Fangen wir an mit der Abfrage nach Zeit, Datum oder Jahrgang. Also wir haben uns das zwar jetzt noch nicht angeschaut, aber gucken es uns jetzt mal an. Die Anmeldung für die Marathonstaffel. Die Marathonstaffel ist eine Einzelanmeldung, die quasi die Daten alle in einen Datensatz schreibt. Und hier haben wir jetzt hinterlegt für den Jahrgang des zweiten Läufers, habe ich einen Dropdown für den Jahrgang. Oder hier für den dritten Läufer habe ich die Möglichkeit, einen Geburtstag einzutragen. Wie ist das Ganze definiert?
Wir haben hier einmal den Jahrgang für den zweiten Läufer und wählen hier bei Spezialfunktion den Dropdown-Jahrgang. Wir können auch Dropdown-Jahrgang nur für akzeptierte Jahrgänge wählen, bedeutet dann nur für den Wettbewerb akzeptierte, also teilnahmeberechtigte Jahrgänge werden angezeigt. Genau gleich funktioniert es bei der Datumseingabe oder der Datumseingabe für nur akzeptierte Jahrgänge, so wie es dann für den dritten Läufer der Fall war. Die Zeiteingabe, die schauen wir uns gleich in dem Beispiel an, wenn es um die Online-Änderung geht. Dann, wenn wir in der Reihenfolge der Spezialfunktionen bleiben, wir löschen einmal den Test hier raus, spielt jetzt keine Rolle. Die Anzahl Sammelanmeldungen, wir haben hier vorher gesagt, das Feld Group Rec Count, das zählt, wie viele Teilnehmer sind innerhalb einer Sammelanmeldung angemeldet. Hat die Spezialfunktion Anzahl Sammelanmeldungen, wie gesagt, macht einfach nur zu zählen, wie viele Datensätze kommen aus einer Sammelanmeldung, kann ich zum Beispiel nutzen, wenn ich sage, ab 10 Datensätzen gibt es 10% Rabatt. Relativ einfach. Dann haben wir einen Upload, den schauen wir uns auch gleich nochmal separat an. Höchster Wert plus 1 haben wir hier für die Invoice-Number, für die Rechnungsnummer. Also wir haben die Spezialfunktion höchster Wert plus 1 oder höchster Wert plus 1 je Wettbewerb. Bedeutet, ist eine Zahl und wird einfach bei der Anmeldung geschaut für dieses Feld, was ist der aktuell höchste Wert und auf den wird dann 1 addiert. Rechnungsnummer bietet sich an, weil eine Rechnungsnummer natürlich nur einmal vorkommen darf, aber auch so gesehen nicht keinerlei Relevanz hat, aber zumindest nicht elementar wichtig für die Startgeldberechnung zum Beispiel ist. Dann haben wir, da suche ich jetzt das Vereinsfeld, die Möglichkeit, einen Wert auszuwählen oder einen Wert vorschlagen zu lassen. Wir schauen uns erstmal an, wie sieht es üblicherweise aus. Vereinsfeld ist einfach eine offene Abfrage. Verein ist ein offenes Feld. Jetzt sagen wir Wert auswählen. Bei Wert auswählen habe ich ein Dropdown, das alle Inhalte oder beziehungsweise alle schaut in der Datenbank, also bei den bereits Angemeldeten, welche Vereine gibt es? Oder halt, je nachdem, für welches Feld ich das verwende, jetzt beim Verein macht es einfach Sinn. Welche Vereine gibt es und biete die dem Teilnehmer zur Auswahl an? Kann ich zum Beispiel machen, wenn ich schon von vornherein weiß, welche das sind oder ich habe immer ein paar Dummy-Teilnehmer oder noch vom letzten Jahr. Man kann einfach nur noch sich zu weiteren Vereinen anmelden. Das ist Verein auch nicht das allerbeste Beispiel hierfür. Aber darüber kann ich das Ganze zum Beispiel realisieren. Wenn ich hingegen den Wert vorschlagen lasse, dann kann ich hier entweder auswählen, ich kann aber auch einen eigenen Wert angeben. Das heißt, ich kann jetzt hier auch noch sagen, mein Verein ist FC Entenhausen. Kann ich machen. Sobald ich anfange zu tippen, wenn ich jetzt ein F eingebe, dann werden auch schon nur noch die Vereine angezeigt, die ihren F im Namen haben. Das heißt, oftmals für Mannschaftswertungen oder so ist es relevant, dass der Vereinsname exakt gleich geschrieben ist. Ich kann natürlich hinterher über die Datenanalyse gucken, wo gibt es vielleicht Unterschiede. Aber alles, was der Teilnehmer schon korrekt macht, ist natürlich für mich entspannter. Das heißt, darüber ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es 10 verschiedene Schreibweisen vom örtlichen Verein gibt, schon mal ein bisschen reduziert. Nachteil kann natürlich sein, wenn der Erste, der sich anmeldet, den Verein irgendwie komisch schreibt, dass dann den alle komisch schreiben. Dann wäre die nächste Spezialfunktion die Berechnung. Für die Berechnung habe ich zwei Beispiele. Einmal das Feld ist Online-Rec. Also wir haben vorher gesagt, wir wissen, wer hat sich über die Online-Anmeldung angemeldet. Habe dafür ein Checkbox-Feld definiert. Und da sage ich einfach nur Berechnung nach Speichern. Und als Filter, beziehungsweise Ausdruck, gebe ich 1 an. Bedeutet, dieses Feld, was ein Checkbox-Feld ist, also nur 0 und 1 sein kann, wird nach Speichern, das heißt nach
nach vollständiger Anmeldung auf 1 gesetzt. Mehr wird nicht getan. Ich kann aber auch, und dafür habe ich den Teilnehmerzähler, eine Berechnung vorspeichern durchführen. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich auf die Überprüfungsseite gelange, wird diese Berechnung durchgeführt. Und hier rechne ich jetzt, also ich zähle den Count, wie viele Teilnehmer sind in dem ausgewählten Wettbewerb aktuell angemeldet und addiere 1 dazu. Darüber kann ich dann zum Beispiel auch realisieren, Startgeldkontingente nicht nach Datum, sondern nach Teilnehmeranzahl. Unterschied zu höchster Wert plus 1 ist, dass ich hier immer bei jeder Anmeldung zähle, wie viele Teilnehmer sind aktuell drin. Das heißt, bei einer Sammelanmeldung haben trotzdem alle Teilnehmer der Sammelanmeldung den gleichen Wert. Wenn sich jetzt aber als allererstes melden sich 5 Teilnehmer über eine Sammelanmeldung an, dann haben alle den Wert 1 drinstehen. Genauso bei höchster Wert plus 1 haben alle dann 1 drinstehen. Jetzt meldet sich ein weiterer Teilnehmer über die Einzelanmeldung an. Also der 6. Teilnehmer hätte dann hier im Teilnehmerzähler 6 stehen, hätte aber bei höchster Wert plus 1 eine 2 stehen, weil eben 1 davor der höchste Wert war. Deswegen kann ich höchster Wert plus 1 nicht nehmen für Teilnehmerkontingent. Wenn ich eine Sammelanmeldung habe, wenn ich nur eine Einzelanmeldung habe, dann würde es auch funktionieren. Dann bleiben noch 2 Spezialfunktionen. Zum einen die Sprache. Da wird einfach ein Sprachkürzel in das Feld geschrieben. Macht Sinn, wenn ich hinterher oder wenn ich allgemein in verschiedenen Sprachen arbeite und macht da dann Sinn, dass ich hinterher auch die Teilnehmer in ihrer entsprechenden Landessprache anschreiben kann, sofern ich das anbiete. Und die letzte Option ist dann die Startnummer-Option, die Wunschstartnummer-Option. Also wir haben hier, wie wir vorher gesehen haben, dass die Abfrage, ob jemand eine Wunschstartnummer wählen möchte. Wenn ja, dann zeigen wir das Startnummernfeld an und hinterlegen die Spezialfunktion Wunschstartnummer oder Wunschstartnummer ohne Auswahl. Ich wähle jetzt hier die Wunschstartnummer ohne Auswahl. Wichtig ist bei den Wunschstartnummern, dass wir Startnummernblöcke definiert haben. Und in dem Fall, sobald ein Wettbewerb ausgewählt ist, jetzt will ich hier den Marathon, sage ich, ja, ich möchte eine Wunschstartnummer für 2 € wählen. Den Text lasse ich automatisch anzeigen. Nur beim Marathon, ist klar, ist okay, wähle eine Nummer zwischen 1 und 500. Und jetzt kann ich hier die Startnummer eingeben. Ist die Startnummer schon vergeben, kommt eine Fehlermeldung. Habe ich, jetzt machen wir das mal, sodass es dann auch funktioniert, mal 1 bis 20. Und ich glaube, die Nummern sind auch nicht ausgeschlossen. Wunschstartnummer normal, also mit einer Auswahl. Dann habe ich hier einen Dropdown mit allen verfügbaren Startnummern. Voraussetzungen, wie gesagt, Wettbewerb muss hier ausgewählt sein und Startnummerblöcke müssen definiert sein. Und jetzt habe ich hier meinen Dropdown. Wichtig zu beachten ist, wenn ich einen großen Startnummernblock habe, das heißt, sagen wir mal 100 oder mehr Startnummern, dann kann es ewig dauern, bis das Dropdown geladen hat. Das heißt, wenn ich wirklich viele Startnummern in meinem Startnummernblock zur Verfügung habe, dann nehme ich die Wunschstartnummer ohne Auswahl. Die Spezialfunktion JavaScript Eval lässt sich nicht schnell erklären. Also da kann ich dann auch nochmal weitere JavaScript Funktionen ausführen lassen. Da muss ich aber dann auch sagen, viel mehr kann ich dazu auch nicht erklären. Also ich kann da einfach eine JavaScript-Funktion definieren und die kann mir dann was berechnen, zum Beispiel. Oder eine Info irgendwo herholen. Beim Dropdown von allgemeinen Datumsabfragen kann ich keine Zeiteinstellung vordefinieren, beziehungsweise das Dropdown einkürzen. Kann ich nicht realisieren. Also da ist immer die Auswahl 1 bis 31, Januar bis Dezember und keine Ahnung, 1900 bis 2021. Das Einzige, was dann passiert, ist eben, dass eine Fehlermeldung kommen kann, wenn das Datum nicht gültig ist. So, das war es eigentlich auch schon zu den Formularfeldern.
Auf das ist klar, weil das durchaus relevant und wichtig ist. Dann denke ich, dass wir gut in der Zeit sind und wir machen mit der E-Mail-Bestätigung weiter. Die E-Mail-Bestätigung standardmäßig wird sie versandt. Könnt ihr noch eigene E-Mail-Adresse, eigenen Absendername angeben. Die Punkte sind selbsterklärend. Wichtig ist bei der E-Mail-Bestätigung eigentlich nur zu wissen, dass es die Unterscheidung zwischen der Einzelanmeldung und der Sammelanmeldung gibt. Das heißt, bei der Einzelanmeldung, klar, wird halt eine E-Mail verschickt. Bei der Sammelanmeldung habe ich einmal den E-Mail-Kopf als Ausdruck. Das ist quasi, das ist der E-Mail-Kopf. Wird einmal als Beginn der E-Mail dargestellt. Dann habe ich einen Text, die Anmeldung. Der wird wiederholt für jede Anmeldung. Das heißt, bei 5 Anmeldungen wird dieser Text 5-mal wiederholt. Natürlich, dann die Felder werden entsprechend des Datensatzes ausgefüllt. Und dann habe ich ganz zum Schluss nochmal einen E-Mail-Fuß, der auch wiederum nur einmal angezeigt wird. Und die Sammelanmeldung geht auch nur einmal raus, außer ich sage bei Sammelanmeldung einzelne Bestätigungs-E-Mails zu jedem Teilnehmer schicken. In dem Fall habe ich aber nur quasi diese Möglichkeit, eine Einzelanmeldung, also ein Mail zu bestimmen oder ein Mailing. Das heißt, da würde dann nicht die Daten von jedem Teilnehmer der Sammelanmeldung wiederholt werden. Ansonsten kann ich hier beliebige Felder aufgreifen, beliebiges definieren an Text. Und arg viel mehr gibt es zur E-Mail-Bestätigung eigentlich auch nicht zu sagen. Wenn ich mehrsprachig arbeite über die Sprachauswahl, aber das ist nichts Neues. Deswegen gibt es da nicht viel zu erzählen. Bestätigungsmail-Versand wird nicht irgendwo als Flag oder sowas gespeichert. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die E-Mail auch verschickt wird. An der Stelle vielleicht spannend, weil das jetzt ziemlich neu ist. Und ich glaube, bisher auch noch nicht berücksichtigt in der Auswahl der Sessions. Es gibt mittlerweile im Teilnehmerfenster, im Teilnehmerdatensatz, im Archiv, jetzt muss ich gucken, der hat sich heute angemeldet. Wobei bei dem ist auch schon funktionieren. Bleibe ich bei meinem Datensatz. Wobei der war manuell angelegt. Es gibt im Archiv einiges zu sehen, wenn es lädt. Im Archiv, genau, habe ich zum einen jetzt ziemlich neu, erst seit gestern Abend, eine Übersicht quasi von diesem Teilnehmer, an welchen Veranstaltungen der teilgenommen hat. Diese Übersicht ist aktuell inkomplett, also noch nicht vollständig, weil quasi der Vergleich der Datenbanken aktuell noch läuft und dauert noch ein paar Tage. Und wie gesagt, kam gestern Abend erst dazu. Das heißt, es ist jetzt wirklich was brandneues, was vielleicht noch nicht 100% ausgereift ist. Aber worauf ich hinaus wollte, ist das Nachrichtenarchiv. Und hier sehe ich sowohl automatisch versandte E-Mails, wie zum Beispiel die Anmeldebestätigung, aber auch wenn ich über die Veranstaltungsdatei nochmal E-Mails verschicke, werden die mir hier auch angezeigt und ich kann auch draufklicken und sehe auch, was hier theoretisch was verschickt werden müsste, verschickt worden sein soll, wie auch immer ich glaube, ihr versteht, was ich sagen möchte. Und auch das Teilnehmerarchiv, das wird dann auch noch, weil nee, das ist das bisher bekannte Teilnehmerarchiv, da hat sich nichts geändert. Der Unterschied, da hat einer genau hingeschaut, Changelink und Changelink 2, darauf komme ich dann bei den Spezialitäten, die dann in Kürze kommen. Genau, viel mehr möchte ich jetzt noch gar nicht dazu sagen. Damit sind wir dann auch mit der E-Mail-Bestätigung eigentlich durch. Genau, kommen wir zur Online-Änderung. Ah, noch die Frage zum Archiv. Der Status Accepted bedeutet einfach, dass die E-Mail von unserem Server, beziehungsweise wir haben die Rückmeldung bekommen, dass die E-Mail beim Empfänger-Server angekommen ist und dann auch zugestellt worden sein müsste. Genau, bei den Mailvorlagen kann man ein Zusatzfeld beim Versand setzen lassen. Das ist richtig.
Bei der Anmeldebestätigung geht es nicht, einfach weil die Annahme ist, wenn die Anmeldebestätigung definiert ist, die E-Mail-Bestätigung, wer sich anmeldet, bekommt sie auch automatisch. Sofern ich natürlich keine manuelle Teilnehmereingabe zulasse, über einen Verein oder wo auch immer. Genau, aber zurück zur Online-Änderung. Was ist die Online-Änderung? Teilnehmer können ihre Daten selbst ändern. Das heißt, ich spare mir als Veranstalter, als Verein die Mühe, 10.000 E-Mails durchzugehen und für jeden den Tippfehler zu korrigieren oder den Verein anzupassen oder die erwartete Zielzeit oder was auch immer. Die Online-Änderung ist im Prinzip wie die Online-Anmeldung, aber ohne Landingpage. Also eigentlich landet man eigentlich direkt in der Dateneingabe, wo dann auch die Daten schon vorausgefüllt sind. Ich habe noch zwei weitere Einstellungen zu den Pflichtfeldern. Und es gibt bei den erweiterten Einstellungen beim nur Anzeigen wenn noch den Initialwert, der da dann eine Rolle spielt. Und ich zeige euch auch, wie ich aus einer Sammelanmeldung oder wie ich Sammelanmelder in Einzelanmelder verwandeln kann. Die Grundeinstellungen der Online-Anmeldung, der Online-Änderung sind analog zur Online-Anmeldung, minimal kürzer, weil eben die Landingpage wegfällt. E-Mail-Bestätigung 1:1 gleich. Formularfelder grundsätzlich auch gleich vom Aufbau. Ein Unterschied, wie gesagt, bei den Pflichtfeldeinstellungen. Ich kann sagen, ein Feld soll ein Pflichtfeld sein, wenn es ausgefüllt war. Bedeutet, wenn es vorm Aufruf der Online-Änderung schon ausgefüllt war, dann muss es auch jetzt ausgefüllt sein. Das heißt, ich kann dann nicht plötzlich sagen, ja, nee, jetzt will ich doch keine Wunschstartnummer, weil Wunschstartnummer macht eher weniger Sinn. Aber die T-Shirt, wenn ich eine Auswahl habe, möchten Sie ein T-Shirt? Ja, nein. War ja. Und ich sage dann Pflichtfeld, wenn ausgefüllt, dann kann ich das eben nicht mehr wegnehmen. Und ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze nicht editierbar zu definieren. Dann wird es angezeigt. Aber wie der Name schon sagt, ich kann den Inhalt oder den Wert nicht ändern. Gucken wir uns an, was wir hier haben. Also wir haben Verein, Startnummer, Nachname, Vorname, Jahrgang, Geschlecht. Lassen wir anzeigen, alles nicht editierbar. Und so würde das Ganze aussehen. Ah, einen Punkt noch vergessen. Hier fragen wir noch nach der virtuellen Zeit, quasi nach dem Nachweis über die virtuelle Zeit. Und wir haben hier nochmal die virtuelle Zeit. Warum? Sage ich gleich, aber der Unterschied ist hier, einmal haben wir es nicht als Pflichtfeld definiert und einmal haben wir es nicht editierbar. Aber wir haben hier unterschiedliche Einstellungen bei nur Anzeigen, wenn. Das kriege ich jetzt mit Absicht relativ schnell weg, weil wir gucken uns gleich erstmal an, wie es aussieht. So, hier Verein kann ich noch ändern, das sind meine Daten und jetzt wird hier nach der virtuellen Zeit gefragt. Und jetzt, ich gerade mal gucken, schauen wir uns auch das Beispiel, genau. Also wir gucken auf Beispiel und ich gebe jetzt hier eine virtuelle Zeit ein. Sag, okay, 9 Stunden, 14 Minuten, 17 Sekunden und das Beispiel ist weg. Die virtuelle Zeit ist aber nicht weg. So, warum, wieso, weshalb, erzähle ich euch das Ganze. Gerade bei der virtuellen Zeit, jetzt mit den virtuellen Veranstaltungen, macht es natürlich Sinn, dass jemand seine Zeit eingeben kann. Aber sobald er die einmal eingegeben hat, soll er die vielleicht nicht mehr verändern können, weil vielleicht schon eine Wertung stattfand oder warum auch immer. Bedeutet, das Ganze möchte ich anzeigen lassen, wenn das Feld gleich leer ist, aber nur als Initialwert. Initialwert bedeutet hier, zum Zeitpunkt des Aufrufes der Online-Änderung ist das Feld leer. Wenn ich jetzt aber hier was reinschreibe, es ist ja nicht mehr leer, aber initial, das heißt beim Aufruf dieser Maske, war das Feld leer. Und deswegen ist auch das Beispiel, den Absatztext breit mit der Bezeichnung Beispiel, wird angezeigt, wenn V-Time, also die virtuelle Zeit, gleich leer, aber nicht initial. Das heißt, in dem Moment, wo ich hier eine Zeit eintrage, verschwindet das Beispiel, aber das hier bleibt stehen, weil es initial ja leer war. Jetzt speichere ich das Ganze, lade nochmal neu und sehe, meine Zeit wird mir angezeigt, ich kann sie aber nicht mehr ändern.
Und das habe ich erreicht, indem ich gesagt habe, virtuelle Zeit ungleich leer, initial. Und das ist dann auch gleichzeitig genau der Punkt, der jetzt gerade im Chat angeregt wurde. Schön wäre eine Variante nicht mehr editierbar, wenn bereits ausgefüllt, würde eben exakt diese doppelte Zeile sparen und ist auch auf der Wishlist zur Umsetzung quasi angeregt oder gewünscht, wie man es nimmt. Und hierbei beim Nachweis, die Spezialfunktion haben wir vorher noch übersprungen, den Datei-Upload oder den Bild-Upload, kann ich einfach etwas auswählen und dann mit übertragen. So, dann bleibt noch der Punkt Sammelanmeldung, Einzelanmeldung. Ich möchte die Sammelanmeldung in eine Einzelanmeldung konvertieren. Gerade bei den virtuellen Veranstaltungen ist es natürlich oft so, dass ich vielleicht anfangs noch eine Sammelanmeldung hatte. Aber ich möchte dann bei meiner virtuellen Veranstaltung nicht, dass alle Teilnehmer aus der Sammelanmeldung für jeden die virtuelle Zeit eingeben können. Problem an der Sache ist aber, letztendlich ist die Online-Änderung 1:1 eine Kopie der Online-Anmeldung, nur eben, dass Daten schon vorausgefüllt sind. Das heißt, wer sich in der Sammelanmeldung angemeldet hat, wird auch in der Online-Änderung ein Sammelanmeldeformular haben, egal welchen Modus ich hier definiere. Und um das zu ändern, muss ich quasi den Sammelanmelder zu einem Einzelanmelder machen. Dafür kann ich die Datenmanipulation bemühen. Das ist hier schon mal gespeichert. Und ich setze die Group-ID auf ID. Ich setze Sammelanmeldeposition auf 0. Und ich wähle einfach den Filter, wo die Sammelanmeldeposition größer 0 ist, weil das dann quasi nur die Leute rausfiltert, die eine Sammelanmeldung oder die sich per Sammelanmeldung angemeldet hatten ursprünglich. Bedeutet, in der Online-Änderung oder in dem Änderungslink wird quasi über die Group-ID zusammengefasst, wer gehört zusammen. Und wenn das Ganze auf ID gesetzt wird, ID ist wirklich eine eindeutige Zahl, wenn quasi zwei Teilnehmer die gleiche Group-ID haben, dann geht die Software davon aus, dass die sich per Sammelanmeldung angemeldet haben und die Reihenfolge Sammelanmeldeposition, sagen wir quasi 1, 2, wer da 1 hat, war quasi der Hauptanmelder, wer 2 war der zweite Datensatz. Und deswegen setzen wir das Ganze hier auf 0 und setzen die Group-ID auf die ID, sodass die Group-ID ebenso wie die ID eine eindeutige Zahl ist. Und wichtig ist auch, dass die Group-ID gleich der ID sein muss. Genau, das war es dann auch schon zur Online-Änderung. Weitere Fragen dazu, gib mir die Zeit, die bestehende Frage anzuschauen. Ein Zähler, also die Frage lautet wie, mehr oder weniger, wie kann ich einen Zähler einrichten, der zählt, wie oft jemand die Online-Änderung bemüht hat oder die Online-Änderung durchlaufen hat. Kann ich das über Berechnen, Vor- oder Nachspeichern umsetzen? Jetzt nehmen wir einfach mal unser Testfeld und ich gehe davon aus, dass es funktioniert. Ich müsste mir nur exakt überlegen, wie der Filter heißen muss oder der Ausdruck. Wäre dann wahrscheinlich, nicht decount, dmax, Anführungszeichen sind jetzt bewusst falsch oder wahrscheinlich nicht richtig, aber so sinngemäß müsste das Ganze wahrscheinlich lauten, dmax, Test, weil wir in das Feld Test schreiben wollen, wo Startnummer gleich Startnummer plus 1. Aber wenn du es nicht hinkriegst, dann schreib eine E-Mail an support@racedesign.com, dann schauen wir uns das mal an. Aber so müsste das vom Grundsatz her wahrscheinlich funktionieren. Genau. So, dann bleiben uns jetzt noch 5 Minuten. Um innerhalb der angekündigten 90 Minuten zu bleiben und kommen zu den Spezialitäten. Ich hoffe, gleich jeder bekommt so ein schönes Wiener Schnitzel, ich leider nicht, aber egal. Spezialitäten, eigentlich
zwei Sachen, wie gesagt, ganz, ganz kurz, die Einbindung in die eigene Website und wie kann ich die Online-Änderung in die eigene Website einbinden. Für die Einbindung in die eigene Website findet ihr unter myresult.com Einbindung eigene Website, Code-Schnipsel. Einmal ein Code-Schnipsel zur nahtlosen Integration der Anmeldung, bedeutet des Anmeldeformulars, quasi direkt das hier. Und einmal den Code-Schnipsel zur Einbindung mit der Infoseite. Das gibt ihr eurem Webentwickler, der wird dann wissen, was damit zu tun ist. Wie kann das Ganze aussehen? Wir haben hier zum Beispiel auf unserer Webseite, wir bieten eine Basisschulung einmal im Quartal auch an. Und hier ist die Anmeldung direkt eingebunden. Wir haben hier noch die Wettbewerbsauswahl vorgeschaltet und jetzt ist das Ganze nahtlos eingebunden. Jetzt will ich aber vielleicht auch die Online-Änderung in die eigene Webseite einbinden. Das heißt, wenn sich jemand angemeldet hat und ich habe die Online-Änderung aktiv, möchte ich nicht, dass der auf myresult.com geleitet wird, wo es standardmäßig liegt. Und jetzt habe ich hier genau zu diesem Online-Basistraining eine Testanmeldung für mich selber durchgeführt. Das ist jetzt hier der Änderungslink oder die Online-Änderung. Wir sehen hier meine Daten. Und das Ganze möchte ich aber in quasi dieser Umgebung haben. Und das Ganze funktioniert so, dort, wo der Code hinterlegt ist, der Codeschnipsel, den ich gerade gezeigt habe, dort kann, wenn die URL entsprechend angepasst wird, ich quasi automatisch die Online-Änderung auf die Online-Änderung zugreifen. Das heißt, die Change-ID ist gleich die Group-ID, das heißt, mein Datensatz hat jetzt in der Datei die Change-ID 120 und einen bestimmten Change-Key. Den werdet ihr wahrscheinlich nicht einfach so mal eben rausfinden. Das heißt, der ist eindeutig. Wird mit einem Fragezeichen quasi angehängt. So, und jetzt habe ich quasi das Ganze hier von myresult.com, von der URL kopiert und an die reguläre URL dieser Seite gehängt. Und jetzt habe ich das Ganze, habe hier quasi meine Seite, das ist vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, aber hier weiß ich, dass ich da auf jeden Fall drauf zugreifen kann, das zeigen kann und habe jetzt hier meine Online-Änderung in meinem bekannten Umfeld quasi. Wie kriege ich das jetzt aber schön automatisiert? Und genau dort kommt der ChangeLink 2 ins Spiel. Das heißt, ich habe ein benutzerdefiniertes Feld angelegt, was wir im Übrigen nächste Woche im Detail anschauen. Ich habe ein ChangeLink 2 angelegt und das verwendet die Replace-Funktion. Das heißt, im Änderungslink wird der Parameter myresult.com/Veranstaltung-ID/Registration? Ersetzt durch das hier, quasi genau das hier. Und jetzt, wenn ich den ChangeLink 2 in die E-Mail-Bestätigung einbinde, werde ich automatisch hierher geleitet. Und das war es dann eigentlich auch schon zu den Spezialitäten. Viel mehr gibt es an der Stelle gar nicht dazu zu sagen und damit freue ich mich, dass ich wieder innerhalb der 90 Minuten geblieben bin und damit sind wir dann sogar auch am Ende angelangt. Noch die Frage, weiß nicht, ob es die letzte Frage ist, über die Online-Änderung können einer Sammelanmeldung keine Teilnehmer hinzugefügt oder gelöscht werden. Das heißt, wie gesagt, die Sammelanmeldung oder die Online-Änderung ist quasi eine 1:1 Kopie der Anmeldung, also einer bestehenden Anmeldung. Aber ich kann Änderungen an den Datensätzen durchführen, aber ich kann keine Datensätze hinzufügen oder löschen. Genau. Ansonsten ist jetzt nochmal die Möglichkeit für euch, Fragen zu stellen zum ganzen Themenbereich. Wenn noch irgendwelche Fragen im Nachgang kommen, einfach uns eine E-Mail an support@raceresult.com schicken. Die Aufzeichnung werden wir wieder in den nächsten Tagen online stellen. Genauso auch eine Kopie der Datei, die wir uns jetzt heute angeschaut haben. Könnt ihr das Ganze selber nochmal nachspielen oder in eure eigene Datei übernehmen. Diesmal werdet ihr nicht nochmal separat per E-Mail benachrichtigt. Wollen jetzt euch auch nicht mit E-Mails bombardieren unnötigerweise. Ihr findet das Ganze dann in der Knowledge Base
unter Learning Materials, Webinars, Online-Training 2021 und dann unter der Nummer 2 Online-Anmeldung, vermutlich am Freitag. Wenn dann offensichtlich keine weiteren Fragen mehr da sind, danke ich euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt alle nochmal was Gutes mit nach Hause genommen. Wahrscheinlich seid ihr daheim. Ich hoffe, ihr habt was Gutes mit aufgenommen in euer Repertoire und hoffe, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn es dann um das Thema Ausdrücke, Formeln, Funktionen, benutzerdefinierte Funktionen und so weiter geht. Dann mit meinem Kollegen Thomas. Bis dahin, bleibt gesund, habt eine schöne Woche und wir persönlich hören uns in 2 Wochen wieder. Den Thomas hört ihr nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, bis bald.